machen können. So. Halt mit der Kettensäge. Boah, sie ist schlecht. Dum, 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 dum. Nur noch einen. Na toll. Da. Okay, wie schaut's denn jetzt aus? Du bist natürlich lang noch nicht fertig. Du auch nicht. Aber wie viel Energie habe ich denn jetzt? So, von nebenbei, ihr macht fleißig weiter, okay. Ah, es reicht einfach nicht aus. Es ist einfach so zum... Oh, wei. Ich bin hier wieder kurz am Abkratzen. Na, toll. Wie schaut's nicht aus? Hier ist gar nichts mehr. Hier wird's langsam was. Okay. Die Sonne geht schon wieder unter, na toll. Ich müsste eigentlich hier nochmal so eine Sonnenblume, Sonnenkollektorblume dran machen, weil die bringt irgendwie mehr Energie als die Watermills. Jetzt werde ich sowieso noch im größeren Stil aufziehen müssen. So, jetzt erstmal noch was futtern und dann nochmal schlafen gehen. Na, es wird nämlich schon wieder Nacht. Dück, dück, einmal auffüllen. Ist es schon Nacht genug? Nein, ist es noch nicht. Hier habe ich ja gar nichts mehr drin, genau. Da macht es fröhlich weiter. Und gute Nacht. Ha, es hat geklappt. So, dann mal schauen. Jetzt fangen wir erstmal das alles wieder raus, weil... Oh wei. Energie nimmt stetig ab. So, so. So, so. Dann bleibt noch genau einer übrig. Da haben wir doch drei gehabt. Was ist doch? So, ich werde auf jeden Fall nochmal lebenssuchen gehen. Alles reicht da hinten und vorne nicht. Und so eine dritte Reihe hätte ich dann schon noch gern. So, ich glaube noch eins. Doch, noch eins muss ich. So. Gut, die dritte Reihe hätte ich dann schon noch gern. Ja, ich weiß schon, wie ich es mache. Ja. Trust in me. So, dann soll ich die Melonen gleich sammeln gehen. Ich habe eigentlich schon wahnsinnig viel. Das brauche ich jetzt gar nicht unbedingt. Ja, müsste ich irgendwie noch mehr Energie sammeln gehen. Ja. Okay, aber ich, wie war das? Moment, ich habe doch 8 leere Batterien. Ich mache jetzt einfach schon mal Ding rein. Ich muss ja noch nicht fertig gebaut haben. Ging das jetzt nochmal? Brauche Eisen. Brauche Refined Iron eigentlich. Halt mal. Refined. Habe ich nicht genug. Großartig. Mach mal da fertig. Du bist da fertig. Du hast jetzt da fertig zu sein. So. Aber jetzt ungeschickt. So. So, dann lassen wir das jetzt mal, weil ich muss jetzt hier einfach mal ein bisschen weitermachen. So, bringen wir die Erde mal dahin. Hoch, genau das Deck, okay. Weil ich brauche jetzt Refined Iron. Ich möchte jetzt nämlich... Warum habe ich den Koppel eigentlich weggetan? Dahin. Ach, ich hätte bloß ein Deck gebraucht. Ich möchte jetzt nämlich noch ein paar Wassermühlen machen. 8 Stück nämlich. Wow, 8 Stück. Huh, das wird jetzt ein bisschen happig. Brauche ich einfach 8 Generatoren. Ha, halt, einen Generator habe ich doch schon. Wo ist er denn? Ein Generator. Jetzt muss ich nur nochmal... Wie ging denn der nochmal? Generator. So? Oder war es genau andersrum? Es war genau andersrum. Oder? Ja, Watermills. Ach, ich brauche plus 4 davon. Mal 2 kriege ich so. Oh, okay. Dann brauche ich halt plus 4. Dann habe ich halt jetzt 8 Öfen zu viel. Gehen wir mal Refined Iron. So, dann brauche ich noch ein paar Generator. So. Jetzt so. Doch. 1, 2. Hier 2, da so, hepp.
Wie war das? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Moment mal, hierfür hatte ich gar keinen Redstone gebraucht. Oder? Nein, habe ich nicht. Habe ich... Nein, Erde habe ich nicht dabei, sonst... Jetzt muss ich mich nämlich nochmal da runter bauen. Da nehme ich die Erde mit. Habe ich Kabel dabei? Nein, habe ich auch nicht. Kabel. 15, mal ein bisschen mehr. Kupfer. Wo ist es denn? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Keine Ahnung warum. 3, machen wir es einfach. Ach genau, weil es da 20 sind. Hep. 33 Kabel, ich hoffe, das reicht. Schauen wir mal. Den dahin, den dahin. Den hier wieder weg. Wie komme ich jetzt eigentlich hoch? Wie mache ich das jetzt so? So, so. So. Ja, dann sind die halt jetzt verloren, aber was soll's. Gut, dann das gleiche Spiel eigentlich hier nochmal. So. Dann hier runter. Dann die weg. Dann das gleiche Spiel hier nochmal. Moment, muss das eigentlich? Na, okay, jetzt schon. Hep. Ach, na toll. So. Hep, so. Jetzt aber. Dum, dum, dum. Jetzt wieder zwei raus. Die weg. So. Und eigentlich könnt ihr doch dann das Ganze so machen. So, den unten dran kleben. Doch, passt. Und dann habe ich noch zwei. Moment, nehmen wir mal die Kabel hier so rüber. Wir machen erst bloß die eine Seite, die andere Seite machen wir dann später. Schauen wir mal, brauche ich jetzt noch eine Bad Box, oder? Oder soll ich das transformieren? Jetzt die Frage, eigentlich müsste ich schon fast transformieren, weil ich... Wie mache ich das jetzt? Vielleicht sollte ich immer vier so zum Transformieren hochschicken, dann kommt das weg, das weg, das weg. Hier vier zum Transformieren. Dann hätte ich eigentlich vielleicht die vorderen vier zuerst machen sollen. Oder? Bin gerade wie... Ah, Idee. Moment, da muss ich kurz schauen, ob das funktioniert. Ich brauche kurz eine Bedbox. Habe ich... Ne, ich habe bestimmt keine Bedbox mehr rumliegen, oder? Muss mir kurz eine machen. Wie war das? Kabel, Kupfer? Ne, wie war das nochmal? Bedbox ginge... So? Werde sowieso eine Bedbox brauchen, also ist gerade egal, wann ich es jetzt mache. Bedbox. Was ich wissen möchte, ist, ob ich auch den Output oben machen kann. Genau, das wollte ich wissen. Shit, wo ist jetzt meine... Ach verdammt, wie... Ah, okay, so kriege ich sie weg. Gut, weil dann bräuchte ich jetzt hier, müsste ich den einfach bloß dahin machen. So. Kriege ich nämlich hier oben den Output. Ja. Hier oben den, wie mache ich das? So, den Output. Dann könnt ihr vielleicht hochtransformieren und dann gemeinsam rüber schicken. Das sollte eigentlich funktionieren. Hoffe ich. Na, wir werden sehen. Dann fülle ich das Ganze schon mal. Wo ist das Wasser? Okay, ich glaube, ich brauche wieder meinen kleinen Brunnen. Direkt vor der Haustür. So. Machen wir wieder einen kleinen Brunnen vor der Haustür. Machen wir den hier hin. So. Unendlicher Brunnen. Dum, dum. Uah, muss raus. So, einmal hier. Einmal hier. Und dann in die Gegenecken. So, einmal hier, einmal hier.
warum. Warum funktioniert das jetzt nicht mehr? Das ist vielleicht der Grund, warum ich gerade so wenig Energie krieg. Hallo? Warum kommt jetzt kein Strom mehr an? Ist doch genauso wie da und vielleicht ist das das Problem. Deswegen kommt auch hier so wenig Strom an. Aha, aha. Okay, dann muss ich, das ist jetzt... Boah, wie mache ich das jetzt? Hier kommt absolut nichts an. Sprich, die Konstruktion ist absolut unnütz, so. Ach nö. Ah. Okay, es wird Nacht. Okay, ich glaube, ich gehe jetzt schlafen, mache eine Aufnahmepause und teste dann aus, wie es jetzt richtig funktioniert. Hä? Aber es hat... Letztes Mal hat es noch geklappt. Und zwar genau so. Seltsam. Moment. Ich habe hier das hier so zu. Das ist seltsam. Letztes Mal hat es doch drüben geklappt. Und beim Testen hat es auch funktioniert. Hier hat es doch... Ja. Das verstehe ich jetzt nicht. Okay, ich gehe jetzt dann auf jeden Fall schlafen und teste das nochmal auf einer anderen Welt, auf meiner Testwelt. Und hoffe, ich kriege das raus, wie es jetzt dann richtig funktioniert. Okay, wir sind noch nicht so weit. Ach, ich räume jetzt einfach noch mein Zeug auf. Und dann gehe ich schlafen. So, dann Refined Iron. Die Watermills pack jetzt auch da weg. Die Batterien kommen jetzt mal auch weg. Die Öfen packe ich dahin. Keine Ahnung. Dahin, so. Die beiden weg. Den Lehm weg. Das Kabel weg. Das Kupfer weg. Und den Rest behalte ich jetzt. So. Auch Electric Wrench kann ich auch wegtun. Die werde ich, glaube ich, jetzt nicht brauchen so schnell. Okay, ich gehe jetzt mal auf den Grund. In dem Sinne, auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal oder gleich, wie auch immer. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Industrial Craft 2. Ich habe ja letztes Mal ein bisschen verfrüht aufgehört. Ja, verfrüht, ja, wie man es auch sehen will. Weil hier ein paar Dinge nicht geklappt haben zu einem das hier. Ich... Hä? Okay. Woher kam die Energie jetzt? Okay, es kommt, wie man sieht, kaum Energie durch. Eigentlich so gut wie gar keine. Zumindest merken wir es kaum. Aber irgendwie sind jetzt da doch zwei Einheiten reingekommen. Liegt daran, dass auf dem Weg hierhin viel zu viel verloren geht durch das Kupferkabel. Wir werden ein anderes brauchen und außerdem werde ich sowieso ein komplett anderes Design inzwischen verwenden, weil ich habe ein bisschen rumprobiert. Und etwas Besseres gefunden. Da geht das ab wie Schnitzel. Und das werden wir auch aufbauen. Aber ich denke, wir werden das noch nicht hier in das Wasserkraftwerk direkt einbinden, sondern ich werde das erstmal mit den Vieren hier machen. Obwohl, da bräuchte ich schon fast ein fünftes. Da müsste ich jetzt aber ziemlich viel umbauen. Na, was soll's. Aber ich glaube, ich mache die Musik mal ein bisschen leiser, nicht, dass es am Ende wieder zu laut wird. So. Und ich habe die Industrial Craft Sounds rausgenommen, sprich, das dürfen wir jetzt gar nicht mehr hören. Gut, hört man nicht mehr, weil das hat eigentlich nur genervt, auch wenn es ganz nett war, dass die Sounds da waren. Aber es hat mich halt genervt. So, jetzt brauche ich nur kurz die Chainsaw zum Auffüllen. Ja, okay, das war jetzt nicht viel. Im Moment habe ich drin noch genug Energie zum Aufladen. Wo ist es denn da? Doch, da habe ich genug zum Aufladen. So, weil mit der Chainsaw kann man die Kabel am besten wegmachen. Ach ja, damit wir das Problem mit diesen Verlusten nicht mehr haben, gibt es zwei andere Kabel, mit denen es besser geht. Zu einem wäre es das Glasfaserkabel, das aber einen Diamanten braucht, um... Oh, jetzt muss ich das Glas kaputt machen. Naja, was soll's. Den Diamanten brauchen, damit man es einsetzen kann. Also, damit man es übercraften kann. Was mir im Moment zu teuer wäre. Oder man nimmt einfach die andere Variante und... wie mache ich das jetzt? Machen wir einfach so dicht. Yep. Oder man nimmt die andere Variante, das wäre nämlich ein... Schick normales Zinnkabel, das ist extra für... Huch, nein! Jetzt da. Ultra Low Voltage ausgelegt. Also, für... Ja,
ist gut wie gar kein Strom. So, jetzt müsste das runtergehen, genau. Dann das... Ach, warum habe ich es nicht gleich so gemacht? Na, egal, ich mach so... Ach, verdammt. Ich brauche sowieso noch die Wrench, sonst kann ich ja die Watermills gar nicht rausnehmen. So, wo habe ich sie denn? Da. Gut.